time tackle. Yeah, he's hit him. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Robzilla TV. Ihr habt abgestimmt, ihr wolltet eine Reaktion auf meinen Kampf sehen. Darum habe ich mir gedacht, heute reagiere ich auf meinen Kampf bei LFL 5 in Amsterdam. Gegner ist Remco Vandenbrink. Meiner Meinung nach war das ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Viel Action, viel Exchanges im Stand. Der Typ war ein sauharter Brocken. Eine riesige Maschine. Darum glaube ich, dieser Kampf ist ein guter Kampf, um mit den Reaktionen auf meine Kämpfe anzufangen. Gehen wir also direkt zusammen mal in den Kampf rein, schauen uns das gemeinsam an. Also hier am Anfang könnt ihr sehen, ein kleiner Altersunterschied. Er ist 6 Jahre älter. Größenunterschied, das stimmt hier nicht ganz. Ich bin 1,90 Meter, aber ja, ich bin größer. Gewicht auf 93 Kilo war das mit einer Toleranz von 1%, das heißt 900 Gramm Toleranz. Und die Reichweite stimmt auch nicht ganz, das ist bei mir 2 Meter, bei ihm weiß ich das nicht genau. Gehen wir jetzt mal rein in den Kampf. In der Vorbereitung wusste ich, dass der ein sehr, sehr starker Judoka ist und enorm explosives Boxen hat und auch sein Boxen ist wirklich gut. Darum habe ich mich auf den Kampf eher so vorbereitet, dass ich die Distanz wahren will. Lange Kombinationen, Jabs, Teeps etc. Genau. Jetzt kommt natürlich der Handshake, Fair Play wie immer. Und dann geht das auch los. Erstmal Abtastphase hier, ein paar Fakes, ein paar Antäuschungen von mir. Ich wollte schauen, was sind seine Reaktionen. Hier kommt der Calf Kick, der Teep gerade hinterher. Und er antwortet mit einem Low Kick. Nochmal der Calf Kick. Und gleich der Spinning Back Kick, eine von meinen Lieblingskombinationen. Und da könnt ihr schon sehen, der hat schon Power. Das hat, mach mal kurz Stopp hier. Wenn man sich das hier anguckt, er hat sehr, sehr, sehr muskulöse Beine. Der sieht auch, also wenn man jetzt hier den Rücken von ihm sieht, der ist massiv, der Typ. Das ist halt ein enormer Unterschied vom Körper her. Kann natürlich sehr, sehr, sehr viel Explosivkraft so generieren. Schauen wir das jetzt uns mal an. Er auch hier mit den Low Kicks am Versuchen. Der High Kick hat getroffen. Sein Low Kick auch. Und jetzt kommt er gerade nach vorne. Leute, in dieser Situation hier, ich habe die Schläge nicht gemerkt, aber ich habe auf einmal gemerkt, dass es schwarz wurde. Kurz, er hat mich da richtig gut erwischt mit sehr, sehr viel Power. Schauen wir uns das noch einmal an. Also hier ist noch die Abpassphase. Er wechselt den Stand, High Kick. Und jetzt kommt sein Low Kick. Und der Low Kick dreht mich und bumm, da kommt die rechte zweimal zum Kopf. Und jetzt hier sehr, sehr, sehr explosiv. Ihr könnt das sehen. Er geht voll rein. Hier mein Ellbogen zum Kontern. Und nochmal die rechte tritt von ihm. Jetzt kommt er nach vorne. Ich gehe noch einmal runter. Und Leute, in dieser Situation, ich war hier direkt vor meinem Corner. Falls ihr das wisst, in meinem Corner war der Alistair Overeem und ein guter Kumpel noch von mir dazu. Und die haben in diesem Moment komplette Stille. Also keiner hat was geschrien oder so, aber ich habe nur ihre Gesichter gesehen. Und in dem Moment dachte ich einfach, scheiße, ich kann die einfach jetzt nicht enttäuschen. Zudem war das der erste Kampf, bei dem mein Vater dabei war. Mein Vater war im Publikum, hat sich das erste Mal einen Kampf von mir angeschaut. In diesem Moment hier, das kann ich mich noch genau erinnern, ging mir ein bisschen durch den Kopf, meinen Vater nicht zu enttäuschen. Wahrscheinlich hat das auch mir mitgeholfen, mich wieder von diesen Schlägen zu erholen. Ihr seht hier in dieser Position, ja, viele Kämpfe enden so. Schauen wir mal weiter, wie es jetzt hier weitergeht. Er schlägt hier weiter, sprawlt sehr schön, macht seine Hüfte schwer. Ein Knie von ihm und jetzt schmeißt er mich hier um und weiter mit der rechten. Die rechte von ihm trifft immer. Das Knie hat hier nicht ganz getroffen.
wieder Low Kicks. Und er versucht wieder mit seinen rechten Geraden und Schwingern nach vorne zu kommen. Ja, Leute, oft ist das so in einem Kampf. Ich habe das oft das Gefühl bei solchen Gegnern. Sie sind sich gewöhnt, den Kampf schnell zu beenden. Auch er hier hat alle seine Kämpfe sehr, sehr schnell beendet. Und wenn dann mal einer vor ihm steht, der nicht so schnell K.O. geht oder nicht so schnell aufgibt und sich brechen lässt, dann genau brechen diese Leute. Und in diesem Kampf, ich muss das ganz ehrlich sagen, nach diesen Aktionen habe ich das in seinem Gesicht gesehen. Am Anfang hat er mich fast überrannt. Als ich dann aber immer wieder zurückgeschlagen habe, immer wieder Antwort gegeben habe und einfach ihm nichts gegeben habe, habe ich irgendwann in seinem Gesicht dann gesehen, der fragt sich auch jetzt, ey, was muss ich machen, damit er hier umfällt? Und an diesem Punkt ist oft, wo der Kampf dann in eine oder andere Richtung kippt. Schauen wir uns jetzt mal weiter an, wie es hier weitergeht. Jetzt trifft meine erste rechte Gerade hier mal. Und nochmal die rechte Gerade. Und der High Kick. Auch der hat getroffen. Nochmal ein Spinning Back Kick. Linker Haken versucht hier. Und der Jab hinterher. So, jetzt eine sehr entscheidende Phase. Er kommt noch einmal nach vorne und bumm, habt ihr das gesehen? Dieser rechte Haken von mir, er war auf einmal steif. Mal schauen, gucken wir uns das noch einmal an. Also er entscheidet sich jetzt hier nochmal alles aufs Gaspedal zu schmeißen und versuchen mich zu überrennen. Er rennt nach vorne, bam, 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 bam. Und hier diese Rechte, genau diese Rechte, hat ihn angenockt im Stehen. Er ist dann auch steif geworden. Und hier im Hintergrund könnt ihr sehen, hier mein Kumpel. Und daneben Alistair, die natürlich jetzt auf einmal wieder wach geworden sind. Die haben jetzt auf einmal wieder angefangen zu schreien, let's go, komm, finish ihn. Und wir schauen uns jetzt mal, wie das hier weitergeht. Boom. Jetzt hier der Clinch. Jetzt wurde er zum ersten Mal richtig hart getroffen und dann kicken die Instinkte rein und es geht wieder zum Judo. Halt das, was er über Jahre lang gemacht hat, was in seinen Instinkten drin ist. Versucht mich hier am Boden zu kontrollieren. Ich habe an dieser Stelle mich sehr, sehr wohl gefühlt, zum ehrlich sein. Habe eigentlich nur abgewartet, bis ich eine Lücke finde. Er hat auch nicht geschlagen hier. Keine Submissions angesetzt. Jetzt stoße ich hier von der Hüfte mich ab, rolle nach außen und stehe auf hier mit dem Griff über dem Kopf. Auch eine Technik, die ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Und gerade das Knie hinterher, rechte gerade, linke. Nochmal versucht die rechte zu schlagen, nicht ganz getroffen. An dieser Stelle natürlich der Kampf, ein Vor und Zurück. Ich konnte merken, auch er wollte natürlich den Finish in der ersten Runde. Hier schön unter dem Schlag geduckt und dann zum Takedown. Und jetzt geht das hier los mit dem Ground and Pound. Und ich habe versucht, auch ihn zu choken. Habe aber gemerkt, okay, da ist nicht viel Nacken zum Choken. Also lieber Position halten und wieder ballern. Bam, bam, bam. So läuft das. In dieser Situation auch mein Corner sehr, sehr, sehr stark, kann ich mich erinnern, haben mich daran erinnert, ruhig zu bleiben, haben mich daran erinnert, die Schläge mir auszusuchen. Hier nochmal im Infight, sehr schön. Und jetzt geht's vorwärts, rechte gerade, nochmal die rechte gerade und das Knie hinterher, nochmal die rechte gerade, linker Haken. Ihr könnt das sehen, er ist schon ein bisschen wackelig jetzt auf den Beinen. Und ich habe auch gemerkt in dieser Situation, oh, Tief zum Gesicht, rechter Haken noch einmal. Ich habe in dieser Situation auch gemerkt, der Kampf kippt. Er war auch dann sehr angeschlagen, müde. Natürlich war ich das auch von diesen harten Schlägen. Bumm! Und nochmal zwei rechte gerade.
Wilder, wilder Schlagabtausch hier. Darum, ich sage wirklich, das ist einer der unterhaltsameren Kämpfe. Natürlich für mein Gehirn nicht gerade das Beste. Jetzt hier Rundenpause. Ich spule mal vor. Oh nein, lassen wir kurz die Highlights hier. Da war noch der Knockdown. Hä? Die rechten zum Kopf. Bam. Und noch einmal, das war der linke Haken, der mich runtergeschickt hat. Hier schmeißt er mich durch den Ring. Nochmal die rechte. Und hier, jetzt trifft mein rechter Haken. Boom. Nochmal mein Takedown an dieser Stelle. Nochmal die Aktion mit den rechten Geraden. Boom, boom. Und nochmal die rechte und gleich nochmal die rechte. Wir gehen in die zweite Runde rein. Hier versucht den Tipp zum Kopf nach vorne. Und da hat er mich nochmal richtig getroffen mit einer rechten. Und die Low Kicks wieder. Boom, noch ein Low Kick. Und was kommt als nächstes? Jab. Hier diese Switches. Ich mache kurz Pause. Diese Switches, die ich hier mache, sind ganz einfach, um den Gegner versuchen, in mich reinzuziehen. Wenn ich diesen Switch mache, normalerweise die Reaktion von einem Gegner ist, mir nachzulaufen. Er hat an dieser Stelle aber nicht mehr so gut darauf reagiert. Ziel wäre das eigentlich, diesen Switch zu machen und dann einen linken Highkick oder noch einen Switch und dann einen rechten Highkick oder eine rechte Gerade, ihn versuchen, in meine Schritte reinzuziehen. Das hat aber nicht ganz geklappt. Jetzt hier nochmal schöner Jab. Und Schlagabtausch, rechte gerade trifft, er trifft auch die rechte und jetzt rollt er sich ja ab. Die Jabs, sehr, sehr, sehr wichtig in so einem Kampf gegen einen kleineren Gegner. Schön die Jabs rausschmeißen. Ihm das Gefühl geben, hey, du kommst nicht an meine Distanz ran. Hier noch einmal sehr schöner Takedown von ihm, hat sich hier unter meinem Schlag durchgeduckt, aber direkt wieder nach oben, mir den Rücken geholt und jetzt geht wieder das Ground and Pound los. Muss aber an dieser Stelle sagen, ich hätte lieber etwas weniger Schläge und dafür härtere Schläge. Ihr könnt das nachher auch noch weitersehen. Hier mein Corner sagt mir auch, weiterschlagen, weiterschlagen. Wir haben gehofft, dass der Ringrichter den Kampf abbrechen wird, wenn ich einfach weiterschlage. Aber an diesem Tag wollte der Ringrichter einfach nicht abbrechen. Hier weiter Schläge. Die haben jetzt nicht so viel Wirkung, aber sollen an dieser Stelle auch einfach eigentlich nur den Referee dazu bringen, dazwischen zu kommen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle war ich auch sehr, sehr, sehr müde von den einfach von den harten Schlägen, die ich auch in der ersten Runde bekommen habe. Weiter Ground and Pound, Hammer Fists. Jetzt geht es in die Side Control, Ellbogen. Er versucht hier die Guard zu recovern. Jetzt, ja, passe ich hier noch einmal, lande aber dann in der Half Guard, noch einen Schlag mit rein gemogelt. Hier die Hand auf dem Gesicht, einfach um seine Atmung zu stören, ihn noch weiter müde zu machen. Schläge zum Körper. Mein Unterarm schön in seinen Hals reindrücken. Jetzt habe ich die Lücke gemerkt, um in die Mount zu gehen. Und jetzt geht das hier weiter mit Ground and Pound von der Mount. Und natürlich an dieser Stelle, wenn an diesem Punkt von einem Kampf jemand in deine Mount kommt und einfach so schlägt und du schon müde bist. Ja, das
ist für niemanden angenehm. Und an dieser Stelle auch, ja, der Typ hat wirklich Herz bewiesen, hat versucht, irgendwie im Kampf zu bleiben, aber hier, ihr könnt schon sehen, da waren nicht mehr viele Reaktionen da. Meiner Meinung nach, andere Kampfrichter hätten das auch abbrechen können, aber vielleicht hat diesem Kampfrichter einfach ein bisschen die Wirkung gefehlt von meinem Ground and Pound. Mein Corner hier auch die ganze Zeit am Rufen, Robert, mehr Ellenbogen, mehr Ellenbogen. Ich habe das dann auch probiert, könnt ihr hier sehen, ein paar Ellbogen mit reinzuschmeißen. Kurz mich hier ausgeruht. Das hat auch enorm viel Kraft gebraucht. Hier nochmal mein Corner, der mir sagt, Robert, komm, jetzt machst du Finish, zweite Runde, let's go. Und ich weiter am Schlagen, weiter am Schlagen. Wollte mich hier an seinem dicken Bizeps vorbeimogeln, um vielleicht einen Sidechoke anzusetzen, aber ja, da war kein Vorbeikommen an diesen brachialen Armen. Also weiter jetzt in der High Mount. High Mount heißt hier, das war mein Stift, High Mount heißt hier unter den Achseln. Versuche hier nochmal einen Armbar anzugehen. Klappt nicht und dann denke ich mir, okay, ein paar Ellbogen noch, um die Runde heimzuholen. Jetzt ist die Runde fertig. Ihr könnt sehen, er ist auch fertig. Ja? Er ist wirklich sehr, sehr müde. Ich auch sitze hier am Boden. Er braucht Hilfe, um aufzustehen. Sie bringen ihn jetzt in seinen Corner. Hier nochmal die Highlights der Runde. Sehr, sehr intensiver Schlagabtausch hier. Sehr, sehr schöner Takedown von ihm. Gutes Timing, aber direkt wieder nach oben. Hier Ground and Pound. Hier der Guard Pass und weiter Ground and Pound. An dieser Stelle habe ich rüber geguckt zu meinem Gegner. Ich habe genau das hier gesehen, dass sie ihm hochhelfen mussten. Und dann dachte ich mir, hey, was ist los? Jetzt sagt ihm der Ringrichter, hey, willst du weiterkämpfen? Und er gibt wohl offenbar keine richtige Antwort. Und dann bricht der Ringrichter das hier ab an der Stelle. Das heißt, zweite Runde TKO-Sieg für mich. Ich war sehr, sehr, sehr erleichtert. Das war ein Comeback-Kampf von mir nach einer harten Niederlage bei Ares gegen Ahmed Salamov. Mich hier natürlich nochmal bedankt bei meinem Gegner. Sehr, sehr guter Sportsmann. Haben auch nach dem Kampf noch ein bisschen zusammen geredet. Mich natürlich hier bei meinem Corner bedankt. Bei meinem Kumpel Alistair. Also, das war's. Also Leute, das war's zu meinem Kampf bei LFL 5. Wenn ihr mehr Reaktionen zu meinen Kämpfen sehen wollt oder anderen Content, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, zu teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei RobZilla TV. Bis dann, macht's gut. Peace.